Hallo, ich grüße euch. So, ich habe mich mal nochmal aufgerafft, nochmal einen Nachtrag zu machen. Heute früh wurde ein Bild rumgeschickt. Ich mache es ein bisschen größer, damit ihr es sehen könnt. Also, ich meine, etwas klar zu machen, ist eine gute Sache. Das Problem ist nur, wenn in der Klarmachung Fehler sind. Es geht um dieses Bild hier. Klingt erstmal alles ganz gut. Ist auch soweit richtig, dass die Alliierten oder dem Chefvertrag, hier klemmt es schon, Deutschland verstehen in den Grenzen. Also, mit diesen Grenzen ist nur eine Zeitaufnahme zu verstehen, des Nationalsozialismus am 31.12.1937. Damit ist nicht gesagt, dass die kaiserlichen Grenzen dadurch aufgehoben wurden. Das ist das Verständnis der Westalliierten, was zu der Grenzziehung zu sagen ist. Das spielt aber keine Rolle, weil die Grenzziehung wird durch den Staat bestimmt. Und die Grenzziehung ist genau die, die vor der Besatzung gegolten hat, weil der Besatzer darf die Grenzen nicht verrücken. Und das ist ein Versuch, uns glauben zu machen, dass wir nur die Grenzen vom 31.12.1937 anzugucken haben. Aber wenn man weiß, dass der Zweite Weltkrieg nur dadurch entstanden ist, dass Polen im Prinzip in die Ostgebiete reinmarschiert ist und den Waffenstillstand des Ersten gebrochen hat, hat Hitler dann eher später dazu veranlasst, die Ostgebiete wieder freizukämpfen. Und dadurch ist der sogenannte Zweite entstanden. Da müsste also sagen, Erster Weltkrieg 1a und 1b wäre eigentlich korrekter. So, das heißt, diese Grenzen vom 31.12.1937 stecken nur ein Kampfgebiet ab. Das ist eine militärische Grenze, keine völkerrechtliche Grenze. Also das ist völlig irrelevant. Und wenn die BRD diese Grenze laut dem Grundgesetz verwaltet, dann verwaltet sie im Prinzip Nazi-Deutschland und nicht unser Land, also unser Staat, sondern sie verwaltet die Überreste, die von Hitler noch irgendwie mit Hilfe der Gesetzgebung am Leben erhalten werden können. So muss man sagen, weil die haben ja ein Interesse am Fortbestehen von 17 Gesetzen aus dem Nationalsozialismus, weil sie damit das Volk optimal knetschen können. Damals waren die vielleicht die Gesetze aus einer oder anderen Sache vielleicht notwendig, aber Hitler würde die heute sofort aufheben, wenn er noch unter uns weilte. So, ja, aber die Bundesrepublik ist eben noch ein Zahn schärfer und hat eben nochmal nachgelegt. Und jetzt wollen sie sogar, dass die Leute, die ja illegal in dem Land sind, noch Wahlrecht bekommen. Da hat man also in Niedersachsen eine Abstimmung gemacht. Das ist also Volksverrat hoch drei. Nächstes. Unter dem Namen Deutsches Reich verstehen die vier Alliierten von 1945, 18 bis 45 laut Chefvertrag. Es gab keinen Chefvertrag, weil niemand einen Vertrag mit dem Kaiserreich abgeschlossen hat. Und die Weimarer Republik von 1918 bis 1945 war kein Staat, die kann keine Verträge machen. Das sind im Prinzip wie die Ganoven, die in eine Bank eingebrochen sind. Mit denen kann man doch keinen Vertrag machen über das Besitztum der Bank, sondern man muss sich den Bankbesitzer fragen. Der Bankbesitzer ist das Kaiserreich, deswegen gibt es diesen Chefvertrag nicht. Es gibt vielleicht ein Chefgesetz. Ein Chefgesetz ist das, was die Alliierten für sich für richtig halten. Ob das ein Vertrag wird, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall hat der Vertrag keinen Bestand, weil die Weimarer Regierung illegal war. So, ne? Die Grenzen von 1914. Nicht nur das, auch die Rechtsstellung vom 28.10.1918, 0 Uhr, zählt mit dazu. Also ab 0 Uhr geht die Weimarer Republik los und illegal, also abzuwickeln, samt Reichsverweser Baden, Max von Baden, weil der nicht durch eine Verweserwahl zum Reichskanzler wurde, sondern kommissarisch. Es geht aber nicht. Ein Verweser, der Gesetze ändern will, muss vom Volk direkt gewählt werden. So, in dem Fall fällt alles um, was nach dem 28.10.1918 ist. So, dann kommt der nächste Ding, was hier nicht hinhaut. Die BRD war bis zum Jahr 1990 ein direktes Besatzungskonstrukt der westlichen insgesamt vier Alliierten. Drei. 1945, da fehlt aber Israel noch, weil Israel hat sich über die Mehrheit im US-Kongress als Besatzer hinten reingemogelt. Also im Prinzip haben wir fünf dann. Und der fünfte ist eigentlich der, der jetzt momentan die Politik bestimmt, durch die Frau Merkel, weil sie keine Deutsche ist. Durch den 2+4-Vertrag, es gab keinen 2+4-Vertrag, weil die zwei, die zu dem 2+4-Vertrag dazugehören, gar nicht anwesend waren, nämlich die DDR. Ja, erstmal schon BRD und DDR könnten selber gar keine Verträge machen, weil die zu dem Zeitpunkt ja schon gar nicht mehr existiert haben, juristisch gelöscht worden. So, wer überhaupt einen Vertrag machen kann, wäre das Kaiserreich mit den Kriegsbeteiligten. Und zwar allen, die im Ersten und allen, die im Zweiten Weltkrieg Kriegsgegner waren. Mit denen müsste der Verweser
einen Friedensvertrag aushandeln. So, und der Verweser hat sich eben nur Zeit gelassen, 100 Jahre, und darauf gewartet, dass seine Feindstaaten alle real pleite sind. Und das hat er im Prinzip erreicht. Und wenn der Euro umfällt, ist diese gesamte Gegnerschaft gegen das Deutsche Kaiserreich komplett zerlegt. Und zwar durch eigene Dummheit, durch ein Zinsgeldsystem und eine private Geldmengenausweitung, die einfach nur vor der alle Experten gewarnt haben, dass das nicht lange gut gehen kann. So, die Besatzung wurde auch 1990 nicht aufgehoben, sondern die haben im Prinzip die Rechtsform der Bundesrepublik gewechselt. Von einem Besatzungskonstrukt zu einem Firmenkonstrukt. Also die Frau Merkel ist sozusagen Geschäftsführerin, weil richtige Bundeskanzler kann sie gar nicht sein, weil sie keine Deutsche ist. Sie kann also nicht über die deutsche Politik bestimmen, weil sie hat keine deutsche Staatsangehörigkeit. Keiner von uns hat die. So, wie die Frau Merkel zu der Staatsangehörigkeit an dem israelischen Pass habe ich im anderen Video schon mal erklärt. Mache ich das nur noch mal. So, jetzt die Besatzung von 1940 aufgehoben. Und Berlin und Deutschland wurde in den Grenzen von 1937 freigegeben. Nee, ist es nicht. Berlin ist ein Teil des Kaiserreichs. So, wobei der Regierungssitz nicht Berlin war, sondern irgendwo Potsdam. So, und nur der Kaiser hat Anspruch auf diese Verwaltung, also nur der Kaiser darf die Verwaltung einsetzen. Wenn der Kaiser, wenn es eine Urkunde gäbe, dass der Kaiser die Bundesrepublik als Verwalter eingesetzt hätte für sein Staatsgebiet, dann wäre das okay. Aber solange wie die BRD das Staatsgebiet besetzt und uns nicht die Bundesstaatenangehörigkeit herausgibt, also uns selber besetzt, sind wir immer noch ein besetztes Land. Und das müssen wir der BRD jeden Tag um die Ohren hauen. Jedes Mal, wenn irgendjemand mit so einem dummen Geschwätz in die Ecke kommt. Nächste Geschichte. Unser Land steht unter der Besatzung der drei Alliierten. Was ist denn unser Land? Mitteldeutschland und Ostgebiete stehen überhaupt nicht unter Besatzung. Die stehen unter der Annexion der BRD. Das ist richtig. Wir haben die nicht hereingebeten. Wir haben denen keine Legitimation erteilt. Wir konnten ja nie wählen, weil keiner die deutsche Staatsangehörigkeit hat, die für die Wahlen in der BRD nun mal Grundvoraussetzung sind. Weil die Staatsangehörigkeit kann man nicht besitzen, weil das Gesetz, auf dem die Staatsangehörigkeit beruht, auch das staatliche Logo auf dem gelben Schein, ist kein staatliches Logo. Das ist ein Logo der Weimarer Republik. Das ist das Logo der Bankräuber. Die Bankräuber haben sich eben ein Logo gegeben, haben die Bank versucht auszuräumen und haben dort Staatsangehörigkeiten vergeben. Das ist das, was der Weimarer Putsch gegen Kaiser ist. Das ist nur ein illegaler Abzug. Hauptsächlich durch SPD und KPD organisiert und ein paar Extremisten. So, und das machen die bis heute. Die plündern dieses Land regelrecht aus. Denn ohne die Zustimmung der SPD würde es keine Mehrheit geben, um dieses Land mit Hilfe von illegalen Einwanderungen zu übernehmen. Das muss man ganz klar sagen. Also die Schuld liegt seit 100 Jahren alleine erstmal bei der SPD. Dass die CDU genauso ein Schimmerverein ist, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Weil die sind weder christlich, noch haben die irgendeine christliche Politik im Sinn. Das ist auch alles Neibrit und Plünderungspolitik. So, also. Und wenn steht Westdeutschland unter dieser Besatzung? Aber auch nur deswegen, weil die Leute sich nicht bewegen und nicht ihre Personalausweise auf den Tisch hauen und sagen, wir wollen jetzt endlich mal die Bundesstaatenangehörigkeit haben. Und wenn die das nämlich machen würde, das zeige ich jetzt mal, wie man das hinkriegt. Na, mal schauen. Ja, es dauert einen Moment. Ich schieb's mal rüber, dass ihr es auch mit sehen könnt. Ich mache dann gleich wieder das Fenster zu. So, da habt ihr hier, habe ich gestern schon mal gezeigt, Dora, also Wiki, Wiki. Dora Nordpol Heinrich Wilhelm.net, DHNW.net. So, in irgendeinem Wiki, da gibt es ein, Moment, ich gehe mal auf der Hauptseite, also hier kommt man auf die Hauptseite. Na, hallo, genau. So, und hier habt ihr beim Musterschreiben, guckt da rein. Hier oben draufklicken, Muster schreiben und da kommt er hier an die Stelle. Genau, und hier unten, ne, Muster schreiben zur Passeabgabe. Könnt ihr hier unten klicken, kommt ein PDF raus und da könnt ihr hier euch das runterladen. Das tut er dem Meldeamt faxen und erst am Folgetag geht er mit dem Passausweis hin und Zeugen und gebt den dort ab. So, und fordert eure Bundesstaatenangehörigkeit. Dann müsst ihr denen 14 Tage Zeit lassen, damit die darauf reagieren können. Und nach 14 Tagen schickt ihr ein Protokoll. Das machen wir dann in den nächsten paar Stunden, werden wir das noch machen, vielleicht heute Abend hochladen.
Dann tut er das Protokoll hinterher schicken. Da macht er eine Feststellung dessen, was passiert ist, mit dem Zeuge zusammen, dass ihr es abgegeben habt. Und danach ist das Personalstatut zu löschen. Wenn sie es nicht gemacht haben, übernehmen sie sozusagen bei Plünderung oder bei irgendwelchen Willkür die volle Privathaftung. Und zwar derjenige, der das Personalstatut nicht löscht, hängt privat drin. So, weiter geht's. Hier steht weiter, unser Land steht unter Besatzung, das haben wir schon. Es gibt nur einen Weltkrieg, und zwar den ersten, durch Waffenstillstandsbruch. Genau, und Waffenstillstandsbruch haben die Polen begangen. Also nicht die Polen, sondern die Zionisten, die in Polen rein sind und haben die Polen aufgestachelt, in die Ostgebiete einzufallen, um die Häuser und die Landsitze zu übernehmen. Das war der Waffenstillstand. Da ging es also um den Raub der Häuser, wenn man so will. Und dann hat im Prinzip die zionistischen Bankster haben dann im Prinzip die Häuser und die Grundstücke sozusagen beschlagnahmt, wenn man will. Also die haben die Zionisten reingeschickt und die Polen aufzustacheln. Den Polen haben sie es dann auch weggenommen und die zionistischen Bankster haben sozusagen sich das Land dort gegriffen und haben alle rausgejagt und umgebracht, was auch immer. So, jetzt kommt der entscheidende Fehler an dem Schreiben. Der Grund der Besatzung liegt in dem Fehlen eines Friedensvertrages zum Ersten Weltkrieg. Nee, ist es eben nicht. Der Grund für die Besatzung ist, weil sie die Kasse des Kaisers nicht glattstellen können. Es fehlt einfach das Geld, um die Steuern, die der Kaiser zu beanspruchen hat, dem Kaiser auszuzahlen, um die Kasse glattzustellen. Denn in allen anderen Fällen haften die vier Alliierten für die Steuerausfälle, die das Kaiserreich hat. Weil die dürfen nur die reinen Besatzungs-, also die notwendig waren, um das Land zu sichern. Da muss man sich fragen, ob man denn uns unbedingt besetzen müsste, weil wir so böse sind. Das denke ich mal eher nicht. Vor allen Dingen nicht mit einem Beamtenapparat von 16 Millionen, weil der Kaiser hat ja nur 150.000 gehabt. Und das ist genau für die Grenzen von 1914 gerechnet. So, und genau die Differenz, um die geht es. Es geht also hier nur um Geld und nicht um den Friedensvertrag. Der Grund für die Besatzung ist, weil man aus dem Kaiserreich, weil es eben noch solvent ist, weil es Guthaben hat, Geld rausziehen kann. Weil sonst würde die USA wirtschaftlich nicht überleben können. Weil wir haben es ja gestern schon gesehen in dem Ding, dass also das ganze Euro-Dollar-System derartig fragil ist, dass also schon ein Nadelstich in die falsche Richtung den Ballon zum Platzen bringt. Und das ist das eigentliche Problem. Der Friedensvertrag ist für Mitteldeutschland, Ostdeutschland überhaupt kein Problem, weil den haben wir schon. Der Friedensvertrag von Brest-Litovsk müsst ihr vielleicht nochmal erklären. Also, der Zar und der Kaiser hatten miteinander einen Friedensvertrag ausgehandelt, vorneweg schon. Und zwar ging es um einen Krieg, wo sich die damalige, bolschewistische Armee und Teile vom Kaiser sich gegenübergestanden haben an der Grenze. So, und jetzt war aber keine Armee in der Lage, weder in die eine noch in die andere Richtung zu laufen, weil beide waren von den Strapazen gekennzeichnet. Es standen sich zwei gleich starke Armeen gegenüber. Es hätte also zur totalen Vernichtung und zur Auswahl der Ernten in dem ganzen Gebiet geführt. Also die wären alle dort verhungert. So, und da hat dann sich die Bolschewiki zurückgezogen, weil die Direktive von Lenin war ja die, sondiert mit dem Bajonett, stoßt ihr auf Brei, stoßt weiter, stoßt ihr auf Stahl, zieht euch zurück. Und genau das war die Strategie, weil sie haben gemerkt, sie kommen an der Grenze einfach nicht weiter. Die haben dort gestanden an der Grenze und kamen in dem Grenzgebiet nicht weiter voran. So, und da war also die Direktive, das abzubrechen. Und deswegen hat die Sowjetunion später dann diesen vom Zaren vorbereiteten Friedensvertrag von Brest-Litovsk zähneknirschend unterschrieben. So. Und auf diesen Vertrag sind die auch noch heute festgelegt. Auch die Russische Föderation zieht sich auf den Friedensvertrag von Brest-Litovsk zurück. So. Und die Duma ist sowieso der Meinung, dass die Mitteldeutschland und Ostgebiete illegal durch die BRD okkupiert wurden. So. Das ist derzeit ein Beschlussantrag, der momentan zur Diskussion und zur Abstimmung steht. Und würde dieser Beschluss zu unserem Gunsten ausfallen, also dass wir wirklich annektiert wurden, weil wir überhaupt nicht wählen konnten, ob wir beitreten wollen. Wir konnten auch nicht wählen, ob wir einen Euro wollten. Wir konnten auch nicht wählen, ob wir in die NATO wollten. Wir konnten überhaupt nicht wählen. Wir wurden ständig von den Politikern betrogen, wie jetzt wieder die Zulassung von illegalen Einwanderern als Wahlberechtigte. So, das ist immer so gelaufen. Wir wurden nie gefragt. Wir wurden nie gefragt, ob wir unsere Bundesstaatenangehörigkeit abgeben wollen. Ich wollte sie nie abgeben. So, wir sind betrogen worden, weil wir korrupte Politiker haben. Das ist das Problem. So, und die Duma hat eine Mitverantwortung, weil sie eben auch Besatzer ist hier von dem Land.
So, und da sagen die, wir setzen uns ja nicht in die Nesseln, wir geben dieses Land, also Mitteldeutschland und Ostgebiete, für sich souverän. Also wir wären dann sozusagen eine Neutralitätszone und diese mitteldeutsche Quasi-BRD, kann man so sagen, wird dann sozusagen, kriegt ein Parlament und verwaltet sozusagen Mitteldeutschland und Ostgebiete, bis sich der Westen darüber klar ist, ob er denn beitreten will oder nicht. So, das ist die Situation. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, wird in Berlin eine Flugverbotszone passieren. So, das heißt, wir haben die gleichen Verhältnisse wie nach 1945, dass also Westberlin in der Luft hängt. Ja, zumindest Teile davon. So, und dann müsste ich überlegen, was dann wird. Das ist dann wieder die typische Pattsituation, allerdings mit den technischen und kriegerischen Möglichkeiten von heute. Das kann man als mögliche Option sehen. Momentan ist es aber nicht offizielle Politik der Russischen Föderation, sondern die versuchen die Deeskalation. Aber es ist klar, wenn die Wirtschaftskrise um sich greift, auch hier in Mitteldeutschland die Unruhen losgehen, wenn also auf einmal illegale Einwanderer auf dem Wahlzettel stehen, dann ist das im Prinzip der Bürgerkrieg in Mitteldeutschland, weil Mitteldeutschland ist völlig anders drauf wie drüben. Also drüben, die lassen alle mit sich machen, die sind seit 70 Jahren konditioniert. Wir sind betrogen worden, haben das gemerkt und sind nicht bereit, uns nochmal betrügen zu lassen. Das ist die andere Situation, die wir hier haben. Wir werden das Kaiserreich nicht kampflos aufgeben, keinen Fall. So, wir werden das mit friedlichen Mitteln machen, aber wir werden es mit aller Entschlossenheit machen. So, ich denke mal, es hat jetzt jeder begriffen, dass es nicht darum geht, dass irgendjemand sich zum Reichskanzler selbst ermächtigt oder in irgendeine Kneipe geht und sagt, wir haben hier 10 Mann, wir wählen aus unserer Runde einen Verweser. Nee, eine Verweserwahl funktioniert immer erst mit einer ordentlichen Wahlkommission, die müssen per Referendum eingesetzt werden. Da der Kaiser kann es ja nicht bestimmen, also muss es per Referendum bestimmt werden und dann muss die Wahlkommission erstmal ordentliche Dokumente ausfertigen. Und nur mit diesen Dokumenten kann man wählen. Und dann muss es nach der kaiserlichen Wahlordnung gehen und nicht nach der bundesdeutschen. So, und wenn wir das gemacht haben, können dann lauter kleine lokale Verweser gewählt werden, die erstmal bestimmen, was in dem Land gilt und was nicht gilt. So, und da wird es dann irgendeinen Zusammenschluss geben und aus der großen Mitte wird dann ein großer Verweser vorgeschlagen. Und der muss durch das gesamte Volk, Mitteldeutschland, Ostdeutschland, gewählt werden. Und dann wird der Verwalter von dem Gesamtgebiet. So, und aus dem Grund habe ich gestern erklärt, wie man Wahlurnen bastelt, dass er die alle euch schon herlegt und damit rechnet, dass die Wahlurne für jeweils 1.000 Einwohner, also wenn ein Ort wie Chemnitz, was weiß ich, 270.000 Einwohner hat, da werden wir entsprechend viele Wahlurnen brauchen. Also werden sich mal ein paar Leute, die 4,90 € oder was das kostet, für so eine Box ausgeben müssen, damit die dann da ist, weil wir können sie dann später nicht mehr kaufen, es wird dann keine mehr geben. Es muss alles da sein, alles vorbereitet sein und dann gibt es per E-Mail, gehen die Wahlurnen, also die Arbeitsunterlagen an die Wahlkommissionen raus und die fangen dann einfach an. Die mieten sich einen Gast, eine Kneipe, stellen die Wahlurne hin, kommt außen ein Schild dran, dass es eine Wahlhandlung ist und dann wird dort gewählt nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und da hat die BRD überhaupt nicht mitzureden. Auch die Polizei hat es zu schützen sogar. Ansonsten kann man vom Europäischen Gerichtshof dann gegen Merkel-Regierung klagen und da wird man auch Erfolg haben, weil die Merkel-Regierung im Bundestag für die Europäische Menschenrechtskonvention gestimmt hat und mit Ja gestimmt hat. Und deswegen machen wir das jetzt. So, unsere Geduld ist einfach am Ende, weil wir die Bundesstaatenangehörigkeit haben wir immer noch nicht aus. Wir haben das beim Bundeswahlleiter bereits reklamiert, dass das falsch ist, dass es niemand die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Und das Bundesverfassungsgericht hat nur ein Scheinurteil erstellt. Also die haben überhaupt keinen richtigen Beschluss gemacht, sondern haben selbst betrogen. Die haben selbst das Volk betrogen. Die haben ein Scheinurteil erstellt und kein ordentliches Urteil. Das ist nämlich ihre eigene Rechtsauffassung, dass es ordentlich unterschrieben sein muss und dass es keine Scheinurteile geben. Gegen dieses eigene Urteil hat das Bundesverfassungsgericht bereits verstoßen. Also sind sie genauso bezahlte Handlanger des Bundestags wie alle anderen auch. So. Und ich fordere das Bundesverfassungsgericht auf, dass es sich an ihre eigenen Rechtsgrundsätze hält, dieses Ding zurückzieht, meine Videos sich mal anguckt, wie die Herleitung funktioniert und die ist nicht zu widerlegen, weil es haben auch viele Juristen gesagt, der Knietsch hat recht. So, viele haben natürlich gesagt, das ist alles Mist, ich verstehe es nicht. Aber wer es verstanden hat, kann der Argumentation folgen und es ist auch nachvollziehbar, weil es logisch ist. Ne? Der Amtmann ist derjenige, der hier in dem Land das Sagen hatte, außer es ist eine Entscheidung, die er vor Ort nicht klären konnte. Dann hat er es nach oben delegiert. Das heißt, das Kaiserreich hat die höchste
Autorität.